はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はまた両親と一緒に動画を撮りたいと思います。今日はこちらです。エビせんべいです。高級のせんべいも買いました。で、それを今から両親と一緒に食べてみたいと思います。私の両親は本当にエビせんべいが大好きなので、いつも毎回ドイツに帰るときにはこのガリを持ってきてくださいって言われるほど大好きです。Also, ich hab euch wunderbar wie immer Schrimpreiskräcker mitgebracht. Sehr schön. Die kennt ihr ja schon, die gibt's immer. Ja, die lieben wir. Das ist schön. Die gleichen Marke, die machen wir als letztes, weil die kennt ihr ja schon. Von der gleichen Marke gibt es auch noch andere Schrimpreiskräcker. Die haben sogar Englisch hier draufstehen. Da steht nämlich Bite-Sized Cracker Saku Saku und Shrimp. Und das andere ist Scallop, nämlich Jakobsmuschel. Ah, das haben wir noch nicht probiert. Schon, oder? Also, wollt ihr die Jakobsmuschel probieren? Genau, also in Japan ist es so, so Schrimpreiskräcker gibt es überall. Aber insbesondere in Nagoya sind die ganz, ganz bekannt und beliebt. Das liegt daran, dass Nagoya am Zipfel der Ise-Bucht ist. Und die Ise-Bucht hat schon immer sehr, sehr tolles Meeresfrüchte gehabt. Das wird da alles rausgeholt. Und weil Meeresfrüchte, insbesondere Shrimp, natürlich traditionell auch nicht lange haltbar waren, das heißt, das konnte man schlecht weit transportieren. Und deswegen wurden die dann so verarbeitet, um haltbar gemacht zu werden. Und deswegen gibt es in der Aichi-Präfektur sehr, sehr viele Firmen, auch heute noch über 300 Firmen, die nur auf Shrimp-Reiskräcker spezialisiert sind. Und es sind auch ganz, ganz beliebte Mitbringsel. Ah ja. Die riechen gut. Nicht so schrimpig, weil die nicht aus Schrimp sind, sondern einfach nur aus... Mal probieren. Ja. Die mag ich. Die magst du? Die mag die auch. Gibt's aber keinen. Und schon fängt der Streit an. Nein, du hast die zu Hause, jede Menge. Ich hab die auch noch nie gegessen. Kannst du jeden Tag bei dir kaufen. Ja, ihr sollt jetzt nicht hier 5 Stück davon essen, ihr kriegt hier noch andere Dinge. Na gut. Lecker. Ja, du stehst schon immer auf alles Schrimpige, gell? Alles fischig. Alles Fischige. Genau, da passt du gut auf die Japaner. Ja. Aber der Papa, normalerweise stehst du nicht so auf so Normal-Fischiges, Fischiges. Ich stehe auf alles, was keine Gräten hat. Weil du zu faul bist. Der Taka auch. Der ist auch zu faul, um Sachen mit Gräten zu essen. Und Shrimp auch. Weil, auch Krabben und sowas. Die muss man schälen, so viel Arbeit. Und dann isst er lieber keine. Also, dass er sich, ja. Er gibt mir regelmäßig alle seine Garnelen und Krabben und sonst was, weil er zu faul ist, sie zu schälen. Ja. Das ist stellenweise schon anstrengend, weil wir hatten das jetzt im Urlaub auch. An einen Abend, wenn sie dann hier mit der Zange die sich selbst Zangen aufmachen muss und ja, so kleine Fußteile. Ja, weil es so gut ist. Ja, ja, aber ja, da ist sowas besser, oder? Ja. Da kann man nämlich einfach das ohne viel Arbeit essen. Ich mach das auch, also auch mit den Shrimps, also die ja dann in der Suppe oder Soße oder wo auch immer. Ja, die schälen wir dann halt. Geschält werden müssen. Ja, da muss man halt einmal die Dinger alle schälen. Und dann alle essen. Und dann sich die Finger wieder sauber machen und dann. Ja. Und dann essen. So, das nächste, gleiche Idee, gleiche Marke wie vorhin hier mit. Vorsicht, nicht ausfallen. Ja, genau. Also, das hier waren die mit Jakobsmuscheln und das ist dann jetzt Shrimp. Okay. Mal gespannt, ob die viel anders sind. Die riechen anders. Aber auch dezent. Definitiv. Wie? Ich muss noch meinen Senf dazu abgeben. Seid nicht so geizig. Schmeckt auch definitiv anders. Das ist the shit. Schon, gell? Ja. Sehr lecker. Also für mich persönlich Shrimp besser als Jakobsmuschel. Ja, haben die auch gut geschmeckt. Ja, aber die sind intensiver. Was ist intensiver? Ja, die. Shrimp. Die du jetzt gerade gegessen hast. Intensiver. Ja. Und haben auch eine andere
Konsistenz irgendwie. Die anderen, die waren noch knuspriger irgendwie. Die sind jetzt irgendwie ein bisschen fluffiger oder so. Gell? Aber beides sehr gut. Ja, finde ich auch. Aber, jetzt nochmal. So, was ich noch mitgebracht habe, sind diese Dinger hier. Ja, die sehen sehr echt aus. Die sehen sehr echt aus, die sind sehr echt. Und die sind verdammt teuer. Ach nee. So eine Packung, was glaubst du, was so ein Päckchen kostet? Also ist das eine Dreierpackung? Nö, ein so ein Ding. Ein so ein Ding. 4 Euro? Ja. So viel? 5 Euro? Nee, ungefähr. Ehrlich. 6 Euro? Nein. Ja. So teuer. Das ist ja alles quasi. Das ist ja viel zu viel Aufwand dann. Also viel zu teuer. Ja, es ist halt was ganz Besonderes. Und es sind jetzt hier drei verschiedene Arten. Und es liegt daran, dass es drei verschiedene Shrimp-Arten sind. Aha. Also das hier, da steht Botan-Ebi. Ebi ist immer Shrimp. Also Ebi Sembe ist Shrimp, Reiskräcker, deswegen Ebi, immer Shrimp. Und das ist dann eben die Art ist Botan-Ebi. Das hier ist Ama-Ebi, das wo du vorhin gesagt hast, dass das dein Google Translator als süß übersetzt hast, weil Amai süß ist und dann ist das halt süßer Shrimp. Aber die sind so eine kleinere Shrimp-Art. Und das hier, da in diesen beiden Packungen sind jeweils zwei drin für ungefähr 5 oder 6 Euro. Ein einziges Ding. 6 Euro. Schön. Naja, finde ich schon sehr teuer. Das Ding hier heißt Kuruma-Ebi und das ist so eine der teuersten Shrimp-Arten. Und was ist so besonders daran? Geschmack, Größe, alles. Full Package. Können wir einfach mal hier mit der Ama-Ebi anfangen. Und ich habe auch noch nie so ein Ding gegessen, weil zu teuer. Ja. Sehr schön. Aufpassen beim Essen, mal. Nicht, dass das Schwert dir in die Backe schneidet. Dreh mal um. Guck mal. Aha. Weil das ist so Popball? Shrimp-Reiskräcker. Ach. Und das sind Reiskräcker dran. Ich gehe davon aus, ja. Das ist ja witzig. Ja, Mann. Bitte schön, Leute. Guck mal an. Hier. Shrimp-Reiskräcker. Ja, sehr schön. Witzig. Also, das kann man komplett essen. Ja. Du musst nicht den Reis ablutschen. Luft halt. Luft? Schmeckt halt ganz, ganz natürlich nach Shrimp. Also nicht überfischig. Und die Konsistenz ist eigentlich auch sehr interessant. Also, ja. So ein bisschen so wie wenn du die Haut von einem Shrimp isst. Nee, nur besser. Einfach abzubeißen. Genau. Nein, weil die Haut von Shrimp, die ist ja viel zäher. Das ist ja jetzt getrocknet, das geht schön, das zerfällt schön. Wie da. Naja, ich will euch ja nicht die Sachen wegessen. Und du wirst sonst traurig, wenn ich die Sachen... Sehr schön. Ja, aber 6 Euro ist sehr teuer. Aber nicht für den täglichen Verzehr. Genau. Ob diese Cracker hier günstiger sind als diese Cracker wahrscheinlich auf den Grammpreis oder sowas kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus, schätze ich mal. Weil da ist ja fast nichts drin, ne? Genau. Also, das nächste. Botan-Ebi. Wieder 2. Schaut anders aus als die Ama-Ebi, die wir gerade probiert haben. Von der Form her. Von der Form, ja. Und auch die Reisbobball sind kleiner. Oh, tatsächlich. Ja. Hört sich anders an. Das ist gut. Schmeckt ein bisschen schrimpiger als die Form, ja? Genau. Weiß ich nicht, ob es anders schmeckt. Doch. Ja. Würde ich auch sagen. Sehr gut. Sehr lecker. Schon, aber du sagst nicht für jeden Tag. Weil zu teuer. Mhm. Genau. Aber sonst sehr gut. Also wer sowas mag. Ich meine, nicht jeder mag so fischige Sachen. Das ist einfach Geschmackssache auch.
Ihr dürft uns gerne in den Kommentaren erzählen, ob ihr Shrimp-Reis-Cracker gut findet oder nicht. Ja. Und welche. Und welche, genau. Jetzt isst sie alles auf. Also, Kuduma Epi. Ist das übrigens der offizielle Fisch der Aichi-Präfektur. Der Shrimp. Oh, schau mal, der ist ganz anders. Mhm. 3D. 3D, genau. Ich kann auch beides machen. Also, jetzt der allerteuerste. Ta-ta-ta-ta! Rund und alles. Riecht aber sehr neutral eigentlich. Ist alles drin. Mhm. Alles drin, alles dran. Mhm. Ja, dann ist gleich nicht so teuer. Noch fischig. Oh ja, da ist echt alles drin. Hier ist noch fischig. Mhm. Also der ist sehr intensiv. Hat auch eine ganz andere Konsistenz irgendwie, weil da alles drin und dran und fluffig und knusperig und alles. Aber ich sag mal, wenn ich mich entscheiden darf zwischen einem frischen und diesem, dann entscheide ich mich für den frischen. Das ist jetzt, glaube ich, für mich eine schwierige Entscheidung, weil der ist schon echt lecker. Nur, dass so ein frischer Shrimp von der gleichen Größe nicht so teuer wahrscheinlich ist. Nur ein Viertel kostet. Ja, aber wie gesagt... Dann nehme ich 4 frische anstatt eine trockene. Ja, so machen mehr her. So in etwa. Sehr interessant. Für mich auch. Und jetzt dürft ihr sagen, welchen ihr am besten fandet. Den zweiten. Den zweiten? Okay. Ja. Also, ich fand jetzt alle 3 gut. Ja. Und ich habe jetzt keinen Favoriten, so nach dem Motto. Ich fand schon der zweite, weil der dritte war fast zu intensiv. Ach so, okay. Und der zweite war genau richtig. Der andere war ein bisschen weniger an Geschmack. Also für mich war es auf jeden Fall der dritte. Teuerste ist immer das Beste. Nein, nicht unbedingt. Fall, würde ich fast sagen. Mir das fast zu viel, also der dritte war mir jetzt fast zu viel. Ich würde ja sowas gern, eher wie diese Reiskräcker, dann zum Bier oder so essen. Ja, das meinen die Japaner aber auch. Und dann ist mir der einfach zu intensiv, zu heftig. Ja. Aber wenn du jetzt mit Bier oder Wein oder sowas hast, das hat ja auch einen Eigengeschmack und dass dann der Schrimpgeschmack untergeht und deswegen muss das intensiv schmecken. Nee, ich glaube, die sind alle so kräftig und auch die Cracker, die wir jetzt gegessen haben. Ja. Dass die das sehr gut dazu harmonieren. So, wollt ihr jetzt noch als allerletztes die ein Cracker essen, die ihr immer esst? Einen, damit wir die anderen aufgeben. Damit ihr auch sehen könnt, ob das jetzt vielleicht wirklich dann doch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Wahrscheinlich. Also. Die ganz typischen. Sehr lecker. Ja. Genau, so stelle ich mir das vor. Genau. Zum Bier. Sehr lecker. Ja. Ich glaube auch, dass die gewinnen. Ja. Wir haben gewonnen. Auch wenn man da jetzt die ganz teuren Sachen die hier. Die zwei anderen, die sind auch. Die da? Ja, zum Geschmack finde ich sehr gut, weil die nochmal eine gewisse Intensität mehr haben als die, finde ich. Nein. Durch was auch immer. Doch, finde ich schon. Die intensivsten. Also ich finde die jetzt auch hier. Die haben einfach noch so ein. Einen anderen Beigeschmack noch. Naja, das ist halt Jakobsmuschelbeigeschmack, aber so. Ob das jetzt so unterschiedlich ist hier im Vergleich zu diesen hier, weiß ich nicht, weil das ja beides auch Shrimp ist. Ja. Von der gleichen Marke auch. Ja, aber tu mal eins raus, dann kannst du gucken. Und auch von der Fluffigkeit ist es ein bisschen anders. Da ist mehr bei denen ist mehr drin. Oh ja. Also. In den Yucca, die ist mehr Shrimp dran. Die sind besten. Die haben gewonnen. Die besten, ja. Die allerbesten. Bangkakbu no Yucca. Ja. Die allerbesten Shrimp-Reis-Cracker überhaupt. Mhm. Und sowieso. Mhm. Und deswegen kriegt ihr die jedes Mal. Jetzt haben wir eine informierte Entscheidung getroffen. Ja, genau. Alles durch die Bank probiert und entschieden, dass Yucca am allerbesten ist. Finden wir. Deswegen ist es auch das allerbeliebteste. Also wirklich, wenn die Japaner Nagoya besuchen und irgendwelche Mitbringsel mitnehmen wollen, dann kaufen sie oft hier diese Bangkakbu Yucca.
Und ihr habt ja in der Vergangenheit auch größere Packungen schon gekriegt, die dann so schön so eine schöne Kiste und eingepackt. Das hier ist so die kleinste, billigste Variante. Das lag jetzt nur daran, dass es nicht mehr in den Koffer gepasst hat. Oh, schade. Genau, und deswegen, das ist so ein Achterpack, glaube ich. Und die gibt es dann natürlich auch schön so in Metallboxen, mit Gold, weil Nagoya. Ach so. Schön. Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Aber ihr meintet, dass nicht unbedingt alle Deutschen das wahrscheinlich mögen. Nee. Wahrscheinlich eher nicht, nein. Also da muss man schon sehr fischaffin sein und Schrimps mögen. Meeresfrüchte. Und ja, insbesondere wo wir wohnen, dann halt, wo wir auch kein Meer haben oder sowas, da haben wir gar nicht so viel Meeres. Also ich meine, da haben wir nur irgendwie so Flussfische oder sowas und keine, nicht viel Meeresfrüchte in dem Sinne, also auch keine Muscheln und so. Nicht selten. Nee. Deswegen. Also, ist es eher was Ungewöhnliches für uns Deutsche? Ja. Für uns Süddeutsche, oder? Ach so, das stimmt. Ja, in Norddeutschland, also am Meer, da gibt es natürlich viele solche Sachen. Also aber so Cracker gibt es hier nicht. Nein. Nee. Sowas gibt es nicht. Weil? Keiner drauf gekommen ist. Wahrscheinlich, da waren die Japaner erfinderischer. Ja. Genau. Weil, also wir kennen sowas nicht. Nein. Ich habe das auch noch nirgendwo gesehen, glaube ich. Nee. Also ich kenne es von Asien, halt diese Kuckucks zum Beispiel. Ja, das gibt es hier ja auch. Aber diese, das ist fluffigen. Ja, diese fluffigen. Diese fluffigen, ja. Genau. Aber die schmecken mehr nach Fett als nach Fisch. Ja, genau. Aufgeschäumtes Styropor. Ja. Mit so einem Hauch von Fisch oder Fisch. Aber manchmal habe ich so Lust auf so Fischgeschmack. Und das ist das Einzige, was es so gibt. Das stimmt. Und die halten auch gar nicht so lange, wie man sich das immer vorstellt. Nee, ich hab's vorhin gesehen. Ende Januar. Oh, echt? Dann haben wir gelernt, Yukari Bankaku sind die allerbesten japanischen Shrimp-Reis-Cracker. Ja. Sehr lecker. Mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wahrscheinlich. Eine schöne Erfahrung, auch die anderen Sachen da zu probieren. Ja, war interessant. Sehr schön. Weil sowas haben wir noch nie gegessen, ne? No. Immer nur, ihr kriegt immer nur die gleichen. Ja, sonst habt ihr immer nur die gleichen. Nein, aber die schmecken ja auch gut. Also. Ja, eben. Genau. Hi, ということで、この動画はここで終わりにします。皆さんの一番好きなエビせんべいをコメントで書いてくださいね。この動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。